So Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei dem Spiel, dessen Name zu lang ist, um ihn jemals auszusprechen. Mir ist ein dummer Fehler passiert, ein ganz dummer Fehler, denn ich habe das Spiel gestartet und habe dann ganz schnell aus Versehen, ohne Mist auszusehen, Quick Save gedrückt. Dummerweise war das direkt am Anfang des Levels und ich hatte nur die Pistole und ich habe jetzt geguckt, hier gibt es keinen Geheimgang, ich krieg das nicht am Anfang, deswegen habe ich mir jetzt, bin ich wieder bis zu dieser Stelle vorgelaufen und habe mir, ihr seht's, die dicke Wumme wieder ercheatet. Ja, ich weiß, es ist ein Singleplayer-Spiel, da darf ich auch mal cheaten. Und wir waren ja ungefähr so weit hier und ich hatte ja die komplette Programm dabei. So. Das war mir jetzt aber nicht mehr bewusst. Alter Latz. Also, ob ich cheate oder nicht, ist auch egal. Ich krieg's so oder so auf den Sack. Alter. Naja, deswegen steht er jetzt bei den Highscore unten, dass der nicht zählt und das ist mir völlig egal. Aber was ist denn das? Ich hab doch gerade... Also, manchmal frage ich, ich kann auch nicht mehr safen oder was? Also guckt, wenn ich M-I-L drücke, zack, kann ich das so machen. Habe ich gerade rausgefunden. Und wenn ich jetzt safe, dann safe doch. Was ist denn hier los? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich will diese Mission jetzt endlich schaffen. Ich weiß, ist jetzt nicht die englische schöne Dollarart. Aber ey, ganz ehrlich, das gibt's nicht. Anstatt das Spiel mich mal warnt. Achtung, sie machen gerade Scheiße. Egal. Ich will jetzt zu der Stelle, ich will dann abspeichern, ich möchte dort weiterspielen. Spiel, genehmige mir diese, bitte diese eine Sache in meinem Leben. Ich möchte es, ich habe es mir verdient. So, zack, zack, zack. Jetzt das Wichtigste, speichern drücken. Fanförle Franz. Konzentriere dich. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Haben wir jetzt hier alles geklärt? So. Ihr vergesst das jetzt, dass ich gecheatet habe? Ihr vergesst es. So, denn jetzt kommt die ultimative Challenge. Die Persil-Challenge. Auch wenn wir das hier schon geschafft haben. So, ich habe Menschen sterben sehen. Ich weiß nicht mal, wo das ist hier, ne? Oh! Ihr wollt mich echt verarschen. Dieser Level ist scheiße. So, jetzt. F8. Wenn ich jetzt sterbe und ich bin nicht wieder da, dann werde ich dieses Spiel nie wieder anrühren. So, das war auch nochmal scheiße. Ich habe mich vor, ey Leute. Ich glaube, ich sollte einfach 15 Spielstände machen. 15 ist eine gute Zahl. Einfach hirnlos draufgeballert, ey. Ich habe nicht mal einen gesehen. Er ist doch frech. Das ist echt frech. Die haben sich auch gedacht, ne? Wie können wir damals alle Rechner überlasten? Mit welchem grafischen Effekt? Wir machen Persil-Kugeln rein. Okay, das ist gut. Das ist gut. Da schreit noch einer. Oder? Sag mal, der hier ruft der da, ne? Der andere hat das noch nicht gelernt. Der da kann er noch nicht. Da steht noch einer! Ein Level. Ganz ehrlich, das ist doch nicht gut. Also ganz ehrlich, da kannst du auch einfach keinen Bildschirm ausmachen, sehe ich mehr. Alarm! Oh, ich bleib wieder hängen. War nur der eine? Der Pippi. Alarm! Oh, yes. Wenn sie wieder mal nichts sehen. Poren tief rein, von wegen. Alter! So.
Er hat abgespeichert. Es lag vielleicht doch an mir. Ah, Alter, es ist zu schwer. Alarm! Komm, ruf die Hütte hier. Ah, meine Position ist kacke, ich sehe nichts. Hier ist gut. Hier sehe ich genauso viel. Ich kann genau an den Persilkugeln vorbeigucken. Das ist optimal. Ich bleib für immer hier. Alle Gegner dieser Welt, bitte kommt sofort an diese Stelle. Ich speichere jetzt ab. Oh! Au, das tut weh! Die F8-Taste ist aber auch genau durchs Mikro immer verdeckt. Das ist alles suboptimal, wie ich das hier gemacht habe. Hallo? So riesiger Raum, so wenig. Das waren aber wirklich wenig Gegner. Ich weiß, die haben mich gerade erschossen, aber ich sollte vielleicht nicht sagen, dass es wenig Gegner waren, wenn ich schon gegen die wenigen verliere. Ich hätte mehr reingemacht. Oh, Alarm. Oh Gott, das sind richtig viele. So, wo ist die F8-Taste? Ey, ganz ehrlich, kann man die irgendwie... Ich will nur, dass eine einzige Taste leuchtet. Komm, Muni. Oh. Komm, stirb! 4 HP. Soll ich dir was sagen? Die nehme ich. Gekauft. Aber diesmal bin ich schlau. So, wir nehmen einen anderen Spielstand. Denn, ganz ehrlich, viel beschissener kann es jetzt nicht werden. 4 HP, nee, 11 HP, oh. Okay. Fucking HP. Das ist so lachhaft. Wer, hier sind noch mehr. Nee. Ui, 2 Fahrstühle. Oh, holla. Erstmal abspeichern. Oh Mann, warum stirbt der denn nicht? Ich hab die dicke Kawammelwummel. Ich hau dem voll eine rein. Ich hab bestimmt 3 Schuss verbraten. Und der juckt sich irgendwo in der Achselhöhle und kann mir noch in den Schädel reinschießen. Ey, ganz ehrlich, ich bin drauf und dran. Jetzt einfach... Ich beende diesen Level. Ich beende ihn jetzt. Ja, es ist vorbei. Ui. Okay, so viel dazu. Ich kann gar nicht da hinten hin. Schweine, ey. Solche Schweine. Aber... Das Blatt hat sich definitiv gewendet, würde ich mal sagen, ne? Komm, Johnny. Ja! Sterbt! Stirb! Der da hinten, der nervt. Er hat mich doch schon 3-mal gesehen da hinten. Er kommt einfach nicht, das beunruhigt mich. Da! Jetzt sehe ich dich, er steht einfach nur da. Auch der da. Jetzt hat er mir, jetzt kommt er. Ich hab ihn gehört. Oh! Komm! Alarm! Was? Warum rennt der weg? Dann kommt er doch von der Seite! Oh Gott! Alarm! Oh, Alarm von rechts. Alarm. Alarm von links. Alarm von überall. Ich muss weg. Alarm für Cobra 12. Alter. Okay, das ist geil gemacht. Ich habe zwar immer gesagt, die blauen Level sind scheiße, aber nur ein blauer Level mit so extrem viel grünen Johnnies, das ist cool. Aber ich bin auch gerade ein bisschen... Einfach nur froh, dass diese Persil-Bobble weg sind.
Ist das der Fahrstuhl? Nein, schade. Wäre auch zu schön gewesen, dass der blöde Ausgang direkt mal hier wäre. Trottel. Oh, war ja noch einer. Yes. Das war einer für die Galerie, oder? Zack, zack, zack. Wie viel haben wir hier erwischt? Eins, zwei, vier. Vier oder fünf? Ach komm. Irgendwann erzähl mal, es waren sieben. Sieben auf einen Streich. Was? Echt? Ja. Okay. Totenköpfe, böse Räume. Aber hier hinten war noch eine Tür. Die da. Da will ich noch reingucken. Ich brauche HP. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist ein Geheimgang. Ich möchte jetzt hier Boni. Hä? Du bist kein Vogel. Ah! Ich gehe jetzt einfach. Das ist der Ausgang. Es ist der rettende Ausgang mit 5 HP. Oh geil, da ist echt noch was. Wie schön, wie schön. Aber wenn hier der Ausgang ist, was ist das andere dann? Fuck you. Diese Scheißbiester, ne? Die dreckige Ausgeburt der Dreckigkeit. Okay. Ich will jetzt noch wissen, was da hinten ist. Ich muss es wissen. Eigentlich will ich nur diesen Level verlassen. Aber irgendwie interessiert es mich dann doch zu sehr. Das ist aber auch schon wieder frech, ne? Dass der Fahrstuhl hinter einem scheiß Geheimgang ist. So, let's do it. Ficker. What? Lass mich raten, ist der Anfang. Das ist der Anfang, ich sag's euch. Jetzt direkt beim Anfang raus. Nee, warte mal, da verbrate ich zu viel Muni. Wo geht's denn jetzt hier noch hin? Ja, ja, ich brauche ja viel zu viel Muni jetzt für die, ne? Hier. Warum ist hier noch so viel? Was? Zur Hölle willst du von mir? Hör auf mich zu schießen. Ich habe den Level schon durchgespielt. Du bist überhaupt nicht dazu befugt, mich noch anzuschießen. Wollt ihr mich verarschen? Wie viel ist das noch? Irgendwer hat noch Alarm geschrien. Es ist alles größer als angenommen. Irgendwer macht doch hier ständig. Sind das meine Türen, die immer wieder zugehen? Und ich erschrecke mich von meinen eigenen Türen, oder? Ich glaube, das ist es. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ah, das ist sehr gut. Das ist der Anfang, ne? Ja, das ist der Anfang hier. Ich hab's doch gesagt, dass das der Anfang ist. Aber warte mal, hier war ja noch eine Tür. Die hier. Maus? Verarsche Maus? Ah, lecker. Ah, jetzt aber. Jetzt aber, Leute. Jetzt aber. Hier ist... Ah. Hm, okay. Ja. Warum nicht? Ganz geil. Nehme ich mit. Okay, ich glaube, wir haben's. Verlassen wir nun auch endgültig diesen grauenhaften Level. Nee, der war gar nicht so grauenhaft. Der war schwer. Der war schwer, das gebe ich zu. Aber er hat mir vom Aufbau her dann doch ganz gut gefallen. Ja, diese Persilbobbel. Ja, meine Güte, ne? Warum nicht? Wir nehmen den Spieler jegliche Sicht. Und stellen ihn
schwierige Gegner vor. Ist gut, doch. Gut, es ist ein Konzept, sagen wir es mal so. Es ist kein gutes Konzept, aber es ist eins. Warte mal, wo war das? War hier jetzt? Ne. Hä? Wo war denn das jetzt? Hier? Mir wird schlecht. Hier. Ja, das ist der Ausgang. Flur 17. Geklärt. Sehr geil. So, jetzt als erstes. Ich speichere auf beiden. Zack. Und ich speichere auch auf dem anderen. Bevor ich dann nämlich wieder irgendeinen Kack mache. So, da wird er auch noch drauf gehauen. So, dann gucken wir uns mal Level 18 an. Ich bin ja dafür, dass jetzt mal langsam ein Boss kommt. Oh. Okay, okay. Ja, okay. Let's Knederus! Oh! Pff, Alter! Falschi! Wutz, bam! Bam, Butz, Rammeldatz! Ui! Ja, haut mir aber einer rein hier. Alter Verwalter, ich muss weg. Wow. Let me go, let me go, let me go. Was ist das für ein geiler Level? Ich würde mal sagen, wir rennen erstmal in die andere Richtung. Erstmal links rum, oder? Geil, einfach direkt hier nochmal ein Boss. Geil, okay. Stimmt, der Robot. Stimmt, das sind eigentlich genau dieselben Bossgegner wie bei Return to Danger. Jawoll. Hallo, der Sound ist noch nicht mal fertig. Ihr dürft mich doch... Was zur Hölle trifft mich? Stand er die ganze Zeit neben mir? Wie geht denn das? Das ist frech. Das ist sehr frech, also dass der jetzt einfach da neben mir steht. Der ist bestimmt mit dem Fahrstuhl mit mir einen Stockwerk hochgefahren. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ich meine, der Fahrstuhl ist auch groß, ne? Wo kam der denn jetzt bitte her? Geh doch mal. Oh, der kommt einfach rein, der Sack. Hä? Wie kann der von hier kommen? Das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Ja, nicht optimal, sag ich mal, aber besser als nix. Okay. Wir haben den Boss auf jeden Fall noch nicht getriggert. Oh, ich hasse sie. Was ist denn jetzt hier hinter mir schon wieder? Was wollten ihr jetzt hier? Jetzt halt mal einen Rand. Aus der eben noch so guten Position ist doch jetzt schon wieder scheiße geworden. Ist doch... Okay, hier ist auf jeden Fall die HP-Station. So. Haben wir doch eine schnelle Nummer hier, würde ich mal sagen, hä? Schnelle Runde. Oh, fuck you, ey. Jetzt kann ich, warum ich hier reinrenne. Oh. Was ist denn, wenn ich das nehme? Oh, okay. Das ist gut. Und die Pharmaindustrie hat wieder zugeschlagen. Nimm eine Pille und du bist geheilt und hast volle Munition. So, ich darf mich nicht zu sehr zeigen. Ja, das Problem ist, ich habe halt ein bisschen wenig Munition für den Johnny, ne? Der wird mich wahrscheinlich nackig machen. Walla, die Waldfee. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir einen Salat. Fuck you. Was war denn da? Da war doch gar nichts. Da habe ich doch meine Fukuhila irgendwo verloren mittendrin. Im Kampf. Tja, wie mache ich das? Also 68 Schuss reichen nicht. Das sind wir uns einig. Oh, jawohl, ja. Alter Latz. Ja, hier wird es doch irgendwo einen Geheimgang geben, ne? Das ist klar. Ich glaube, der Boss hält so ungefähr, ich würde mal schätzen, 140 Schuss aus. Das heißt, es reicht auch nicht mit dem Zeug, was hier rumliegt. Da drinnen könnte natürlich was sein. Meep, meep, meep. Mach ruhig Panik, ey.
So, jetzt haben wir Salat! Keine Muni ist nicht gut. Keine Muni. Bitte lassen Sie mich durch. Ja, das wird natürlich nix, ne? Klare Sache, das wird so nix. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Ach nee. Ach ja. Ah nee. Ach stimmt, ich wollte schon sagen, hier ist ja direkt am Anfang wahrscheinlich ein Geheimgang. Aber ich krieg ja direkt die dicke Wumme. Das heißt, der Plan geht nicht auf. Deswegen brauche ich ja gar keinen Geheimgang. Aber wo kriege ich Muni her? Das kann's doch nicht sein. Hier muss doch noch irgendwas sein. Alter! Das ist wie mein Wecker früh morgens. Ja, okay, hier habe ich auch nichts mehr. So, und jetzt? Alter, du kannst nicht mal an dem vorbeikommen, ne? Du schaffst nicht mal einen Meter an dem vorbei. Das heißt, ich brauche eigentlich die Munition, die hier rumlag. Aber wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ich meine, das sind Fledermäuse. Ganz ehrlich, der Boss, für den Arsch, aber da waren Fledermäuse. So. Da kann ich mir das holen? Nimm es doch. Ich meine, wenn man das so sieht, die Ausgangslage ist ja jetzt nicht gerade scheiße, ne? Ist da noch irgendwo... Hier muss was sein. Ey, die Ausgangslage ist so gut. Überleg doch mal. 100 HP, 76 Schuss. Das ist doch 1A. Also, geht immer besser, aber... Bestimmt noch irgendwas. Muss doch! Bam, 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 bam. Okay, ist nix. Wir können festhalten, hier ist einfach nix. Ja, da liegt natürlich auch noch ein bisschen was oben. Ist mir klar, aber... Das reicht nicht. Das reicht nicht. Badababa. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir einen Salat. Bim, 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 bim. Ich mach den mit dem Messer platt. Ich kann natürlich einfach wieder meinen Cheat benutzen. Ready, steady, go. Bim, bim. Go! Er weiß nicht, wo ich bin. So, jetzt speichern wir nochmal ab. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, ich habe 4 Schuss. Das bringt alles nichts. Aber die Idee war gut. Die Idee hat mir gefallen. Warte mal, wir machen das anders. Wir laden nochmal den. Wir locken den Boss. Wir locken den Boss an den Anfang. Also sowas hier. Hallo. Hallo? Ey, der hat doch meinen Plan gehört, oder? Jawohl, genau das. So, jetzt speichere ich ab. Und Feuer! Jetzt speichere ich nochmal ab. Und jetzt heißt für uns hier... Gucken, was hier hinten ist. Sieht alles nicht besonders geil aus, ne? Da ist ja dieselbe Scheiße nochmal auf der anderen Seite. Oh Gott. Ich weiß, was passieren wird. Ich weiß, was passieren wird. Ich stehe dort am anderen Ende und habe ganz viel Schuss und dann fehlt mir die HP. Das ist doch alles. Ja, knall doch ab, Mann. Das ist nicht geil, es ist nicht geil, es ist nicht geil. Du hast überhaupt keine Zeit. Es gibt bestimmt irgendeinen Geheimgang, der dann die Enden miteinander verknüpft. Das ist es. Definitiv, das muss es sein. Geht es nicht. Geht nicht. Kotzwirk, Alter. Bim, bim. Sein Sound ist schon so scheiße.
Yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ist das geil? Irgendwie auch nicht. Jetzt musst du sterben! Er muss sterben! Er kann noch nicht mehr. Alter, das war aber ganz gut. Das war eine gute Nummer. Ich muss die Zeit effektiv nutzen, wenn er da noch weit weg ist. Das Problem ist, er ist nicht mehr weit weg, ne? Das heißt, ich muss eigentlich 99 Schuss in den Reihen dümpeln. Jetzt schon. So, jetzt heißt's. Fuck off, Alter, fuck off! Wie viel willst du aushalten? Kann ich nochmal in ihm vorbeirennen? Schaffe ich das? Das schaffe ich nicht. 53 HP, forget it. Ich probier's einmal. Barscht! Ich wollte rechts antäuschen und dann links rüberziehen. Hat nicht geklappt, ne? Alter, den mache ich jetzt nackig. Ich sag's euch, der wird jetzt platt gemacht. Gibt's denn sowas? Oh, echt jetzt, Alter. Kotzwirk. Nein. Kotzwirk, Alter. Ich komm gerade um die Ecke geschissen und genau dann kriege ich seine fette Rakete. Wo bin ich ausgewichen? Jetzt wäre meine Chance. Ach komm her. Der kommt mir gar nicht so nah, ne? So, jetzt ganz schnell. Forget it, baby! Haha! Huh! Alter! Ich bin der letzte geile Motherfucker! Yes! Wenn das nicht reicht, du Spaß der Hölle. Guck mal, ich habe so viel Munition. Boah. Bam. See you in hell. Boah. Du alter Scheißer. Boah, was für ein Level, Alter. Was für ein Level. Hier wäre bestimmt noch ein Geheimnis. Also, ganz ehrlich, überleg doch mal, du hast direkt am Anfang... Naja, du kannst es halt schaffen, ne? Dir wird am Anfang halt direkt die Muni gegeben. Von daher kannst du es schon schaffen, aber... Ich meine, ist ja auch geil, dass ich jetzt einen Schlüssel gekriegt habe, aber wofür? Hier ist ja gar keine Tür. Eigentlich voll cool. Muss ja irgendwie hier sein, oder? Hä? Vielleicht am Anfang habe ich hier irgendwas über... Kann ich den nochmal benutzen? Nee. Das ist doch jetzt merkwürdig, oder? Hallo, ich habe einen Boss besiegt. Ich will Ruhm, Reichtum und Ehre. Das ist doch jetzt Kacke. Wo geht's denn hier raus? Hä? Hä? Soll ich mal sagen? Hä? Alter, ich raff's nicht. Muss doch hier irgendwo... Irgendwas? Irgendwas... Der Level ist nicht zu Ende gedacht, würde ich mal sagen. Scheißegal, Leute. Ich speichere jetzt ab. War sowieso eine extreme Herausforderung bisher. Ja, es gibt dann noch ein Level. Das heißt, wenn ich hier irgendwann mal den Ausgang finde, dann geht es auch weiter mit dem Level 19. Dem letzten Kapitel, den letzten Floor, wo wir dann endlich den Speer des Schicksals im dritten Versuch dann wiederkriegen werden. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben Robotron oder wie auch immer der heißt hier platt gemacht. Geile Nummer. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.